Hallo Erzählfreunde und willkommen zu diesem Video. Ja, heute mal ein Test von der iFlight Alpha und das ist in dem Falle die A45 in der analogen Version mit einem Crossfire-Empfänger. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an, bevor wir gleich noch damit fliegen. So, dann haben wir hier in der Verpackung, wie man es bei iFlight gewöhnt ist, einiges an Kram. Und zwar haben wir jetzt hier ein USB-Kabel, was mittlerweile bei iFlight auch immer dabei ist. Haben wir hier ein längeres Akkuband, was wir wahrscheinlich auch benötigen. Dann hier so ein paar Gummipads, Ersatzschrauben, iFlight-Aufkleber, immer wieder gut. Und dann natürlich hier auch Ersatzpropeller. Und diesmal sind es Gemfan-Propeller, was ich ganz interessant finde. Dann natürlich das Ding selber. Sehr klein für 3S. Und unter dem Schaumstoff hier haben wir dann noch, welche Propeller wohin gehören. Ich glaube, das sind auch noch Aufkleber. Ja, das sind auch noch Aufkleber. Und dann hier die Anleitung, beziehungsweise so eine Art Schaltkreis, wo wir dann sehen, was wie und wo angeschlossen ist. Aber brauchen wir nicht, weil das Ding ist ja schon komplett zusammengebaut und fertig. Das Einzige, was wir machen müssen, ist das Ding mit der Fernsteuerung binden. Und ich würde sagen, genau das machen wir jetzt, weil das geht sehr schnell bei denen hier. So, und zwar ist das Gute an Crossfire ja, wenn der Empfänger neu ist, können wir einfach kurz einen Akku dran machen, Bind-Modus, fertig. Und ich würde sagen, genau das machen wir jetzt auch. Ich mache einfach den Akku hier dran. Piepst auf jeden Fall sehr stark für so ein kleines Ding. Das ist jetzt hier ein Tattoo Airline 1550 mAh 3S und genau den werden wir dann später auch zum Fliegen benutzen. So, und dann gehen wir jetzt hier bei der Fernsteuerung einfach auf das Crossfire-Menü, dann auf den Sender, dann einmal auf Bind und dann müssen wir jetzt ein paar Sekunden warten. So, und Vorführeffekt natürlich, will er sich jetzt nicht binden. Ich denke, die Drohne wurde schon mal mit Strom versorgt, aber wenn die wirklich komplett neu ist, noch nie Strom dran hatte, dann könnt ihr das so machen, einfach Akku dran, auf Bein drücken und fertig. Jetzt machen wir es ein bisschen anders, aber trotzdem immer noch leichter als bei so ziemlich allen anderen Drohnen. Und zwar haben wir hier am Crossfire-Empfänger, sieht man jetzt vielleicht relativ schlecht, aber hier ist der Knopf. Und das Gute bei den Empfängern ist, man muss das nicht den Knopf gedrückt halten, während man den Akku dran macht, was ja teilweise ein bisschen schwer sein kann, erst recht, wenn der Knopf da drin ist, sondern man kann den Akku einfach anschließen und muss innerhalb der ersten Minute einfach den Knopf einmal kurz drücken. Und dann werde ich das nämlich jetzt mal so machen. So, jetzt leuchtet der rot, wie man da sehen kann. Jetzt drücke ich mal den Knopf. Und jetzt seht ihr, jetzt blinkt er grün. Das heißt, er ist im Binding-Modus. Jetzt gehe ich bei der Funke wieder auf Bind. So, und jetzt seht ihr, hat schon direkt funktioniert. Jetzt blinkt er rot. Jetzt brauchen wir noch ein paar Sekunden. Und jetzt kommt hier die Aufforderung, Update MicroX. Bestätigen wir einmal. Und jetzt macht er das Update auf den Empfänger hier drauf. Und das war es auch schon. Also ihr habt es ja jetzt gesehen, selbst wenn der nicht komplett neu ist, muss man einfach nur innerhalb von der ersten Minute einmal kurz das Knöpfchen drücken. Und das war es schon. Das war ja jetzt auch lächerlich einfach, also ein Arbeitsaufwand von 30 Sekunden, um das Ganze hier zum Laufen zu bringen. Und das sogar schon, sage ich mal, in dem schlimmsten Szenario, wo die Drohne schon mal mit Strom versorgt worden ist. Und wie gesagt, wenn die noch nicht mit Strom versorgt ist, einfach Akku dran machen, Bind-Modus, fertig, das war's. So, und habt ihr es schon gesehen, da steht jetzt Binding okay. Und wir können hier einfach wieder aus dem Menü rausgehen. Wir sind jetzt hier verbunden, wir sehen ja sogar, Betaflight 424 ist hier drauf. Und ja, ich werde jetzt noch kurz in Betaflight reingehen und die ganzen Schalter konfigurieren. Aber prinzipiell ist die Drohne ja so schon mal einsatzbereit. Und ja, dann würde ich sagen, fliegen wir mal. Und ich denke mal, solange das zumindest vom Wetter her passt, werde ich jetzt mal versuchen, im Garten zu fliegen. Vielleicht auch sogar richtig draußen, aber am besten im Garten, vielleicht auch mal drin. Mal schauen, je nachdem, wie das Ding sich hier so verhält. Und dann würde ich sagen, los geht's. Ach so, und noch ein kleines Update zu meiner selbstgebauten 4S-Drohne, für die ich ja jetzt einen neuen Frame organisiert habe. Ich habe jetzt diese Caddx FPV Ratel dafür aufgetrieben und deswegen brauche ich die jetzt hier nicht mehr. Das ist eine Runcam Swift 2 mit einer 2,1 mm Linse. Sieht auch noch echt ganz gut aus und ja, also falls ihr die kaufen wollt, dann meldet euch ruhig, weil wie gesagt, ich habe für die jetzt keine Verwendung mehr. Die passt in die ganzen Yaesin X22 Sachen, passt die hier ohne Modifikation einfach so rein und damit hat man ein massiv besseres Bild. Also die ist wirklich von der Bildqualität echt super. Deswegen, also falls ihr die wollt, schreibt mir und dann würde ich sagen, los geht's. Ja, und da sind wir draußen beim ersten Flug mit der iFlight Alpha 75. Ist es ja nicht 45, warum ich das gerade gesagt habe, weiß ich auch nicht. Und wie ihr seht, habe ich mich gegen den Garten entschieden. Nummer 1, weil der sehr klein ist und Nummer 2, weil ich jetzt eh hier draußen bin, weil ich noch andere Drohnen teste. Und dann kann ich jetzt auch einfach mit dem Ding hier fliegen. Jetzt ist gerade relativ wenig Wind. Man sieht es hier im Feld.
so ein bisschen bewegt sich das ganze Gras hier, aber im Endeffekt kaum. Deswegen denke ich mal, ist es in Ordnung, wenn wir jetzt hier draußen das Ganze testen. Soll ja auch eigentlich genug Power haben mit 3S. Deswegen denke ich mal, ist das kein Problem. Und ja, ich bin drinnen schon kurz geflogen. Ich dachte mir, vielleicht mache ich da so ein Gaslimit, ein Motor-Output-Limit drauf, weil er ja schon relativ viel Leistung hätte damit 3S. Aber selbst ohne hat man bei so ungefähr 50% Gas an der Funke dann so den Punkt, wo die weder an Höhe gewinnt noch verliert. Deswegen denke ich mal eigentlich, dass das so passen sollte. Und ja, dann würde ich sagen, los geht's. So, und ich würde sagen, wir heben mal im Engel-Modus ab. In den Air-Mode. Aber hey, es ist ein bisschen Wind draußen hier. Aber dafür steht die echt solide in der Luft. Das Problem ist, ich kann halt nicht wirklich drinnen fliegen oder so. Ich habe nicht genug Indoor-Platz, um sowas hier zu testen. Aber ich denke mal, für Leute, die Indoor vielleicht relativ viel Platz haben oder vielleicht im Garten um Bäume Slalom fliegen wollen, ist sowas hier mega. Ich glaube, das Ampermeter ist nicht ganz richtig kalibriert. Es zieht vielleicht ein bisschen viel Ampere. Und halt mit Crossfire in dem kleinen Ding. Schon nicht schlecht. So, ich gebe mal Vollgas. Ja, ist jetzt nicht atemberaubend, die Beschleunigung, aber für so ein kleines Ding und was ja größtenteils eh für drin ist, ist das, denke ich mal, ganz gut. Und scheinbar ist es hier so, dass, sag ich mal, die nicht 3S hat, damit das Ding jetzt bescheuert viel Leistung hat, sondern ich vermute, dass das Ding eher, sag ich mal, auf so 2 bis 3S ausgelegt ist. Aber wenn man mit 3S geflogen werden kann und dann nicht unbedingt viel mehr Leistung hat, aber vielleicht einfach ein bisschen mehr Flugzeit. Ich denke mal, hier draußen wird die an sich weniger Flugzeit haben, einfach weil wir halt draußen sind und die natürlich auch gegen den Wind ankämpfen muss. Aber immer noch 3,8 Volt bei ja, so halb bis dreiviertel Gas. Nach ja, nicht ganz 2 Minuten. Das ist nicht schlecht. Der Akku war jetzt auch nicht komplett voll, einfach weil ich den gestern schon geladen habe. Aber auf jeden Fall voll genug, damit wir einen Eindruck kriegen. Ich würde sagen, da das jetzt ein bisschen unspektakulär ist, wenn ich einfach weiterhin meine Runden drehe, ich fliege jetzt einfach mal ein bisschen und mache mal das Ganze mal als einen Zeitraffer. Und dann sehen wir uns wieder, wenn der Akku leer ist. So, und ich würde sagen, das war ein sehr erfolgreicher Testflug, bis auf den einen kleinen Ausflug ins Feld. Lag aber daran, dass die Rates ein bisschen schneller waren, als ich es erwartet habe. Aber an sich bin ich jetzt 5 Minuten 13 geflogen. Ich habe es jetzt nicht gepusht, man hätte vielleicht noch ein paar Sekunden länger fliegen können. Und das ist draußen mit einem 550 mAh 3S LiPo. Und ganz ehrlich, über 5 Minuten aus so einem mini kleinen Ding, was ja eigentlich für drinnen gedacht ist, ist schon cool. Also wenn man damit bei wenig Wind so durch den Garten flitzen will oder an sich draußen vielleicht auch ein bisschen Spaß haben will oder vielleicht wenn man eine größere Indoor-Fläche hat oder einen größeren Raum hat, da drin rumfliegen. Also dafür echt super. Aber ich würde sagen, für die finalen Gedanken kommen wir jetzt wieder nach drin. So, und da sind wir jetzt wieder im Studio. Und wie es hier auch hier drauf steht, natürlich ist das, wie ich auch gerade schon gesagt habe, die A75 analog, nicht die A45. Das ist ein bisschen was anderes. Ja, leider ein bisschen Gras in der Drohne. Werde ich natürlich noch sauber machen, bevor ich die dem Zuschauer übergebe. Aber
Das ist nicht unbedingt schlimm, das tut nicht weh, da geht auch nichts durch kaputt. Ich bin auf jeden Fall von dem Ding begeistert. Ich finde das Teil echt cool. Ich meine, über 5 Minuten Flugzeit, trotzdem genug Leistung, um Spaß zu haben, dass man sogar auch bei relativ wenig Wind draußen fliegen kann. Und das Ganze für einen relativ fairen Preis und vor allen Dingen sogar mit Crossfire-Empfänger eingebaut, schon als Möglichkeit. Finde ich echt ganz gut. Die Videoqualität ist nicht ganz so perfekt, aber ganz ehrlich, für die Größe und ja, für den Nutzungszweck, den diese Drohne ja auch eigentlich erfüllen sollte, finde ich, ist die Videoqualität mehr als ausreichend. Nur leider habe ich für so eine Art von Drohne jetzt nicht so die größte Verwendung. Wie schon gesagt, ich habe leider nicht wirklich drin irgendwelche Flächen oder draußen einen großen Garten, wo ich jetzt damit fliegen könnte. Wenn ihr aber hierfür eine Verwendung habt, habe ich den Link dazu in der Beschreibung. Wenn ihr die darüber kauft, würdet ihr mich sehr unterstützen. Das würde mich sehr freuen. Dann würde ich sagen, bei den 35 Grad hier oben halte ich es leider nicht mehr länger aus. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.